komm und schnapp sie dir, Pokémon. Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Oh, komm und schnapp sie dir, Pokémon. Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer etwas anderen Folge von Pokémon Sammelkartenspiel Online. Mein Name ist GigaGreevy, das wisst ihr ja sicherlich. Und ich habe heute was vor, ich möchte ein paar Booster-Codes öffnen hier im Sammelkartenspiel Online. Also gekaufte Booster haben ja, ich glaube, ab Schwarz und Weiß kleine Kärtchen dabei, wo ein Code mit drin steht und die geben wir einfach ein und öffnen daraufhin die Booster. Und ich bin gerade mitten im Stream und deswegen sind ja auch ein paar liebe Menschen im Teamspeak Online, zum Beispiel, wer ist gerade da? Ich glaube, Flitterkiary und The Dark Layton, hallihallo. Ich bin Mott. Er ist Gott. Nein, Mott. Ja gut, Gott bin ich auch. Ja, siehste. Wir öffnen jetzt einfach mal den ersten Code und das kommt aus dem Themen, aus dem Deck Fliegende Fäuste. Das war übrigens das Booster, wo ich ein Mashomai mit drin hatte. Das Holo-Mashomai, was ich richtig, richtig cool fand. Und ja, da ist gar keine Vorentwicklung dabei. Wir lösen es mal ein. Da ist es auch schon. Und das machen wir jetzt mal mit den anderen Boostern genauso. Insgesamt sind es 4 Stück. Und wenn ich die alle eingegeben habe, dann gucken wir uns diese Dinger ja natürlich auch mal an. Also bis gleich. Und da sind wir wieder. Hier sind jetzt alle Booster-Packs. Ihr seht das schon. Ich weiß gar nicht, kann ich hier scrollen? Ja, hier, diese 4 Stück sind es. Aus XY, aus Protoshock und Ewiger Anfang und natürlich dem normalen XY nochmal. Und wir fangen auch direkt hier an. Turtok ist drauf. Pack öffnen. 10 Karten sind drin, also nicht nur 5, sondern einfach mal satte 10. Vielleicht sind ja spannende Karten dabei. Toxipet, Schneckmark, Voltoball, Ganoville, eine, wow, eine Pflanzenenergiekarte. Nice. Oh, eine Spezialenergie. Das ist natürlich, also eine Regenbogenenergie. Das ist echt ganz cool. Regenbogenenergie mag ich ja. Lege eine Schadensmarke auf das Pokémon. Das ist natürlich nicht ganz so toll, aber kann vielleicht mal nützlich sein. Und das Schneckmark, naja gut. Ja, da ist es mir ein Schneckmark lieber, was 2 Energiekarten braucht. Aber egal, wir wollen natürlich wissen, was verbirgt sich hinter der seltenen Karte. Ein Dicktree. Das Dicktree, was ich glaube ich schon 2-mal habe. Cool. Aber egal. Gleich mal das nächste öffnen. Fliegende Fäuste. Ein Lucario ist drauf. Schauen wir mal, was drinnen ist. Oh, Schnuthelm. Das ist das Schnuthelm, was ich auch tatsächlich in meinem Booster hatte. Und das Electek habe ich, glaube ich, auch drin, oder? Nee, aber das habe ich irgendwo mal gehabt. Pionskora ist auch neu. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Es kann vergiften und mit 3 Energiekarten auch 30 Schaden machen. Das FM, ja, okay. Wishu hingegen ist eine sehr gute Karte in einem Kampfdeck, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten Masholo und Mashok gefällt mir sehr. Und als Fossilienforscher, okay. Und als seltene Karte ein Felinara. Das ist, denke ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn man mal vorhat, ein Feendeck zu erstellen. Verschiebe eine an das aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf ein Pokémon auf der Bank deines Gegners mit Ringelschleife. Okay. Widerhall. Während deines nächsten Zuges fügt die Attacke Widerhall dieses Pokémon 50 weitere Schadenspunkte statt eben nur 50 zu, also 100. Das ist natürlich, ja, nicht schlecht. So ein Evoli-Deck, ja, kann man sich mal merken. Protoschock mit Grodon oder Graudon, wie auch immer, obendrauf. Bislang leider immer nur eine seltene im Booster gewesen und nicht 2. Oh, diesmal sind es 2, das gefällt mir. Illumise ist dabei. Was haben wir hier noch? Ein neues Eneko. Ein Knete-Eneko. Das ist schön. Oh, was ist das? Eine Spezialenergie. Eine Wunderenergie. Aha. Okay. Alle Effekte von gegnerischen Angriffen außer Schaden wirken einfach nicht auf das Feen-Pokémon, an das diese Feenenergie angelegt ist. Das gefällt mir. Das finde ich wirklich nicht schlecht. Ein Nidorina, okay, ja, raue See für ein Wasserdeck, eigentlich so gut wie unentbehrlich. Und wir haben 2 seltene Karten, schauen wir mal. Ein Valraiser, wie cool ist das denn? Das ist natürlich echt nicht schlecht, ich mag das Valraiser sehr, das ist doch in dem Meeresdeck drin. Und ein Grodon, oh ja, das ist natürlich nicht schlecht. Bodengewinn, da haben wir in dem Grodon-Booster gleich mal Grodon dabei. Coole Sache. So, und jetzt als letztes Booster noch XY, ewiger Anfang. Mal schauen, was da drin ist. Wir öffnen es. Es ist ein wunderschönes Mega-Despotar zu sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ein Mega-Despotar drin wäre. Calamanero ist auf alle Fälle dabei. Stapeltentakel. Nimm eine Karte von deinem Ablagestapel auf deine Hand. Das ist cool für nur eine Finsterenergie. Also Unlichtenergie, Entschuldigung.
Das Trassler kennen wir schon. Golgantis ist auch dabei. Hier ist noch ein Golbit. Ich finde es interessant, dass Golgantis dann ein Kampf-Pokémon ist. Oder Stein-Pokémon, besser gesagt. Blitzenergie. Dieses Pokémon hat keine Schwäche, okay? Despota Geistesbund. Dein Zug endet nicht, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, zu Despota X wird. Oha! Und sogar gleich ein zweites Golgantis mit dabei. Diesmal ein bisschen Holo. Und als seltene Karte ein Gifloor. Ein Gifloor mit Solarstrahl. Und keine Spieler dürfen Itemkarten spielen. Uiuiui, das ist eine ziemlich miese Karte, wenn man auf Itemkarten setzt. Das waren also die Booster. War ja doch ein paar nette Sachen dabei, auch mal ein paar neue Karten. Und wenn es euch gefallen hat, dass ich mal sowas hier mache, dann kann ich auch öfter mal so ein kleines Booster-Opening bringen. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich mag das ja, dass man... Ich glaube, Kiari fand das auch ganz cool, dass man in den Boostern, in den gekauften reellen Boostern jetzt auch nochmal solche... Ja, wie sagt man, Codes hat für Online-Booster, oder? Ich finde das Trassler sehr süß. Das Trassler findest du süß? Ja. Das ist auch wirklich süß. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich kenne die Karte sogar. Wie bitte? Ich habe die Karte sogar schon mal bei einem Freund gesehen. Oh, guck an, guck an. Hm. Ja. Das soll es gewesen sein, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Wenn es heißt, los geht's mit den Karten. Wir spielen Pokémon-Sammelkartenspiel online und dann natürlich auch wieder mit einer Runde. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Und Dankeschön, dass ihr beiden hier so anwesend wart. Merci. Bis dahin. Ciao, ciao.